Ich glaube auf jeden Fall, dass politisches Entrepreneurship schon einiges bewegt hat. Also wenn man sich anschaut, was zum Beispiel jetzt mit Hommage passiert ist in Frankreich und was da schon an Reform auch passiert ist im Arbeitsmarktbereich und anderswo, dann hat das schon einen Unterschied gemacht. Und ich bin mir sicher, ob es in Spanien ist mit Ciudadanos oder anderswo, es werden sicherlich sehr bald in vielen Regierungen in Europa junge, neue, zentristische politische Parteien sitzen. Also ja, ich glaube, das wird immer mehr zum Mainstream werden und wird für eine positive Veränderung sorgen, bei all der negativen Veränderung, die wir jetzt haben. Das wird natürlich dauern, das geht nicht von heute auf morgen und Wahlen sind auch nur mal alle 3, 4, 5 Jahre. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Ich sehe auch, dass das schon einen Unterschied gemacht hat bei traditionellen Parteien. Also wenn man sich anschaut, auch konservative Parteien oder auch sozialdemokratisch in Europa, dann haben da einige sehr wohl schon ihren Auftritt geändert, ihre Kommunikation verändert, die Art, wie sie sich zum Teil organisieren. Aber natürlich, das sind gewachsene Strukturen, die brauchen da viel, viel länger und oft wird es auch wahrscheinlich gar nicht gehen, dass sie wirklich sich radikal von innen heraus reformieren. Deswegen glaube ich auch, dass einige von diesen Parteien, wir sehen es auch derzeit bei der Sozialdemokratie, besonders in Europa, dass einige dieser Parteien die nächsten 10 Jahre vielleicht nicht mehr überleben werden. Und ich hoffe, dass dann eben nicht die radikale Rechte oder Linke dann diese Wähler übernimmt, sondern dass es dann eben neue Parteien gibt im Zentrum, die sich dieser Wähler dann annehmen. Also ich glaube, diese Reform ist dringend notwendig. Und die muss überall passieren. Und die kann nicht nur durch und in politischen Startups passieren, die muss in allen Parteien passieren.